Was? Gerechtigkeit Alter. und Ehre sind ausschließlich männliche Tugenden. Alter. Aber nehmen wir mal nur zum Spaß, und auch wirklich nur zum Spaß an, dass du diese Qualitäten Alter. Ebenfalls besitzen würdest. Ich muss das nochmal hören. Männer. Das ist so krass. Meine Brüder. Das ist so krass. Willkommen bei einer weiteren Iteration der MGTOW-Legends-Reihe. Heute habe ich das Video The World, Not All Women Are Like That von Barbarossa übersetzt. Den Link zum Video sowie zum Channel von Barbarossa findet ihr wie immer in der Infobox unter diesem Video. Wir hören Musik im Hintergrund, ja. Das ist ja laut Gunnar, ist ja Gunnar Gast hat mir das erzählt, der hat mich da drauf gebracht. Manipulation, Musik plus das Gerede, ja, die Information. Musik erzeugt ja eine Emotion und ich habe ja heute auch schon mir nochmal erzählen lassen, dass Gedanken mit einer Emotion zusammen kombiniert Materie erschaffen, ja, beziehungsweise sich das manifestiert. Das ist ein Gesetz. So. Und ich sag nochmal was dazu, ich bin ja bei Niccolo Machiavelli, nahe Wald, Doppelpunkt die Ausnahmefrau und MGTOW 06. Mein Herz pumpert. Ich habe heute meine Gesundheit lieber mal auf Tabak und Joint verzichtet. Ich bin jetzt bei nur Grün plus Salbei. Weil mich das immer so aufregt und das ist nicht so gut, wenn der Puls dann eh durch den Tabak schon nach oben geht und naja. Ja, ich bin total aufregend. Das Video geht 8 Minuten 03 und hat schon ein bisschen vorgeladen. Ja, meine Internetverbindung ist gerade unterbrochen, das ist noch besser. Das heißt, das ist jetzt hier Aufnahme und das ist noch jemand, das gerade live mitschneiden kann. In Zeiten des NSA ist das ja alles möglich. Kannst du voraussetzen, dass wenn du denkst, du bist wichtig, ja, dass das nicht unbegründet ist, der Gedanke. Ja. Ich musste mich jetzt wieder hochziehen. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen runterziehen lassen hier von diesem Ganzen, was gestern, was heute Morgen ablief. Und dann noch die Einschlafphase, dann das, was Simon noch erzählt hat. Und jetzt, ja, jetzt fühle ich mich auch wieder richtig gut. Okay, Nawald, ja. Not all women are like this, soll das heißen. Es gibt ja auch, das sind ja im Land der Abkürzungen, MGTOW, men going their own way. Also sehr ohne Weh, sie wollen ihr eigenes Weh gehen, ihren eigenen Schmerz, ihr eigenes Leid, das können sie gerne machen. Und not all women are like that. Ich weiß nicht, wann ist eine Frau eine Frau, ne? Und irgendwie haben alle Frauen was gemeinsam, also. Was mich aber dazu brachte, das jetzt hier anzumachen. Er sagt von vornherein, dass Das ist total krass, was hier kommt. Also ich höre mir das am besten nochmal mit euch an und dann kann ich das besser in Worte formulieren. Ja, es geht jetzt los. Ich mache das dann wie gestern, nochmal Pause oder ja, ich sag gestern, doch, es war bestimmt gestern. Ja, wo ist mein Tee? Wo ist mein Green Tea? Wie saut Limettensaft? Ja, wir sind ja hier im Land der großen Gretchenfrage. Ich wollte jetzt nicht sagen, im Land der Rassismusfrage, aber wahrscheinlich ist es so. NSA muss abwarten, bis es bei online ist. Ist gut, weil. Ja, okay, die können mal mit Telefon mithören, aber da können sie mich nicht sehen dabei. Ich mache mein Telefon auch mal aus. Ich mach's einfach mal aus. Ach Quatsch, du bist ja nicht paranoid. Also. Ja. Hör mal zu. Das Akronym No World steht für Not All Women Are Like That. Zu Deutsch etwa, nicht alle Frauen sind so. In diesem Channel wird das Verhalten von Frauen in der Allgemeinheit untersucht.
die Beziehung von Frau zu Mann und Frau zu Staat in einer genaueren Betrachtung unterzogen. Insbesondere, wie Frauen diese zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil der Männer ausnutzen. Wenn ich in einem meiner Videos davon spreche, dass alle Frauen so sind, so handelt es sich hierbei um eine Generalisierung. Ein Beispiel für eine ähnliche Generalisierung wäre die Aussage, Männer sind größer als Frauen. Nur weil du letztens eine 2-Meter-Frau im Supermarkt gesehen hast, entkräftet das die Generalisierung nicht. Ganz recht, wir urteilen hier über Frauen als Ganzes. Denn die Anzahl der Frauen, welche nicht so sind, ist verschwindend gering, wie das Verhalten der meisten Frauen in den letzten 50 Jahren gezeigt hat. Frauen haben das Verhaltensmuster an den Tag gelegt. Also wenn es innerhalb der Kinderfresse zeigt, also das ist doppelte Manipulation. Du siehst nicht seine Augen und sein Gesicht, du siehst eine Gebirgsdrohnenflugfahrt ja, entlang eines Flusses, an schönen Bäumen vorbei, hinten im Hintergrund die Berge, ringsrum die Berge. Ne? Also hat so einen Wohlfühlcharakter und die Musik ist auch so eine Wohlfühlmusik. Ja, aus der Sicht ist nicht zu sehen. Ich würde Gunnar zustimmen und sagen, das ist absolute Manipulation. Also das ist so, wie das den Frauen unterstellt wird hier, dass sie das nur zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil der Männer machen. Und dann diese Generalisierung, also ich glaube, da muss ich hier mal die Verantwortung für den Feminismus auszuweichen und ultimativ den Männern hierfür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Genau dieses Verhaltensmuster werden wir in Zukunft mehr und mehr beobachten können, da immer mehr Frauen aufgeht, dass der Feminismus für sie persönlich... Also nochmal zur Generalisierung, ja? Du meinst nicht alle Frauen, aber du sagst, es sind alle Frauen. Und da wir ja in der Neuzeit jetzt hier so lernen nach und nach, dass das, was wir denken, dass sich das manifestiert, zusammen mit dem Gefühl. Und im Gegensatz zu den Tieren können die Menschen sprechen, ja? Ja. Da ist sowas. Das führt dazu, dass gesprochene Worte zusammen mit einem Gefühl, überhaupt gesprochene Worte, dass die, ne, dass sich das manifestiert, ja? Also deine Generalisierung ist schon mal total für den Arsch. Ja? Du willst jetzt alle Frauen. Ich will dir nicht unterstellen, dass du das willst. Ja, das sagst du ja nicht explizit. Aber ich sag dir, was du damit tust. Du verurteilst alle Frauen. Alle. Also du sagst das jetzt, indem du das so aussprichst. Frauen. Ich kann mich da ausnehmen, ich bin nämlich keine Frau. Ich bin ein Mädchen. Ich möchte, dass es ernst genommen wird, was ich hier zu sagen habe. Dass ich keine Frau bin, dass ich ein Mädchen bin. Ich habe mich zurückgezogen, das habe ich lange nicht erzählt, aus dieser Frauenwelt, ja? Vor 2 Jahren habe ich mich da zurückgezogen. Vor 1 Jahr. Vor 1,5 Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Guckt nach, ist alles nachzusehen. Weil diese Frauenwelt, ja, du wirst da nur noch, du wirst nur auf. Ja, letztes Jahr ist immer. Du wirst nur auf deine Fotze reduziert. Echt jetzt? Es gibt keine Brüder mehr. Ich musste letztes Jahr erkennen, dass ich ein absolutes Waisenkind bin. Ohne Brüder, ohne Eltern, ohne Heim. Ja, ich war ein Flüchtlingskind. Ich habe hier eine Zuflucht gefunden. Ich bin kein Flüchtling mehr. Zumindest nicht, was Räumlichkeiten angeht. Ach, das ist scheißegal jetzt. Da will ich nicht drüber reden. Das war. Es geht um das, was ist und das, was kommt. Das ist nämlich das Wichtigste. Deshalb finde ich das auch so schön. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Trotz MGTOW, trotz NAWALT. Wir schaffen das trotzdem, ja? Mit euch zusammen. Ich möchte mich nämlich im Vornherein als NAWALT outen. Ja? Meinetwegen trifft all das zu, was du sagst. Wir sind ja hier in einer Traumwelt, wo sich dann alles, was du willst und wünschst und träumst, dann auch erfüllt. Vorausgesetzt, dein Herz ist stark genug, nicht wahr? Denn die Herzenergie kannst du dir auch erzählen lassen, du einseitig geprägter Kanalbetreiber, ja? Guck dir mal andere Kanäle an, wie vielseitig die sind. Und du bist ein ganz, ganz, ganz Speziologe bist du. Und voll der Speziologe. Acht Minuten, 3 Sekunden. Natürlich negative Konsequenzen hat.
Diese Frauen werden sich an die Männer wenden und behaupten, sie hätten mit dem Feminismus nichts zu tun gehabt. Ich habe mit dem Feminismus auch nichts zu tun gehabt, ja? Bis ich mich dann davon abwand, eine Frau zu sein. Da wurde ich dann langsam neugierig, was das alles angeht. Weil vorher war ich, was war ich denn? Ich war vorher schwarz. Ich war vorher schwarz. Ja, nur schwarz rumgelaufen. Ich habe mich dann unsichtbar gemacht. Weil ich immer unglücklich war. Aufgrund meines Äußeren. Ja? Und eine Walt wird ihre Ausrede sein. Ihr werdet den folgenden Trick stets sehen, wenn sich eine der Antifeministinnen zu Wort melden will. Sie wird die Schuld einzig und allein beim Staat sehen und sagen, dass Männer und Frauen nun zusammenarbeiten müssten, um die Schäden des Feminismus in der Gesellschaft zu korrigieren. Oh. Aber Feminismus mit all seinen staatlich sanktionierten Implementierungen wäre ohne die Komplizenschaft der Mehrheit der Frauen nicht möglich gewesen. Ganz recht, ich sagte Mehrheit der Frauen und nicht die Mehrheit der Feministinnen. Denn die meisten Frauen identifizieren sich nicht als Feministinnen. Trotzdem werden sie nicht bereit sein, auch nur ein Jod. Aber ich weiß jetzt, dass Feminin ist in. Alter, wir leben jetzt im Wassermann-Zeitalter. Hast du schon mal vom Erwachen der neuen Weiblichkeit gehorcht? Geh mal auf meinen Kanal, geh da mal gucken. Ja, da gibt's wahnsinnig viele Videos, da kannst du dich selbst studieren. Bernd ist spielt deine Rolle. Das ist nur eine Rolle, die wir hier spielen im Internet. So wie Jonathan Mose das sagt. Das muss auf die Bühne kommen. Das muss alles auf die Bühne kommen. Weil es geht doch nicht, dass ich Mann und Frau, weil sie nur zu zweit sind, ja, weil sie in dieser scheiß beschissenen Dualität feststecken, ja, dass sie sich zu Hause die Köpfe einschlagen können. Und keinen interessiert's. Da muss eine Kamera dabei sein. Beispielsweise. Damit es Zeugen gibt. Damit es nicht unter Teppich gekehrt werden kann. Diese Gewalt, die immer wieder stattfindet. Das ist Gewalt. Und wir gehen jetzt hier nach und nach ein paar Lichter auf, ja? Und wenn Bernd sagt, der Alkoholismus, den braucht er, dann kann ich das nachvollziehen. Aber nur, um sich im Zaum halten zu können. Weil er würde nicht trinken, der wäre hundertprozentig bei sich. Und er hat das ja auch schon gesagt. Hätte der sich damals nicht von seiner Susanne getrennt, dann hätte der die früher oder später umgebracht. Ja? Der kennt sich, der weiß, was gut ist. Also horch doch mal hin, wenn er euch was zu erzählen hat. Die Antwort von Bernd. Ja, von ihren Privilegien abzugeben. Ja, es ist wichtig, dass Männer und... Wir arbeiten zusammen, Bernd und ich. Ja? Ihr seid alle vergessen. Frauen zusammen den Feminismus hinter sich lassen. Aber Männer tun gut daran, diese Wahrheit niemals zu vergessen. Denn sobald dies geschieht, wird sich die widerliche Fratze... Also nochmal für alle. Bernd ist mein Bruder. Und ich bin deine Schwester. Da gibt's nichts dran zu ändern. Wir sind alle Brüder und Schwestern auf diesem gemeinsamen Planeten. Auf Mutter Erde. Und ich möchte noch etwas sagen. Und es ist wichtig für alle. Für jeden Einzelnen. Ja? Noch einmal. Wer schenkt euch das Leben? Wem werdet ihr immer dankbar sein? Und achten, ich habe das Gefühl, ihr habt alle ein Problem mit eurer Mutter. Wahrscheinlich seid ihr alle ohne Vater aufgewachsen.
Es ist verdreht. Es ist pervers. Ja. Noch? Aber das muss nicht immer so sein. Wichtig ist, dass wir in einen Dialog treten. In einen Trialog. In diese ganzen Gelogen. In diese ganzen Logen. In dieses ganze Geloge und Gelüge. Ja, dass wir das erkennen. Dass wir das abstellen. Dass wir erkennen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Ja, und willst du nicht mehr Bruder sein, so stell mir Bruder dir ein Bein. Hier geht einiges ab. Ich hoffe, das Internet kommt wieder. Am 19.12. Aber Simon hat so was ganz anderes erzählt heute Morgen. Ich will schon was sagen. Meine höchste Göttin ist meine Mami. Da kann ich mir ganz sicher sein. Ohne meine Mami wäre ich nicht auf dieser Erde. Ohne mein Papi hier auch nicht. Ja? Aber sie trug mich in sich. Ja? Mit ihr lebte ich diese 9 Monate. Diesen Zwillingsmodus. Wir dürfen nicht vergessen, Feminismus erneut erheben. Ich persönlich halte die No-Word-Ausrede für heimtückisch wie gefährlich. Nicht zuletzt schon deswegen, weil Frauen dies stets nur auf ihr eigenes Geschlecht beziehen und nicht auch auf Männer ausweiten. Wir lassen uns hier nicht die Geschichte umschreiben. Eine Hashtag-Aufschrei-Debatte, bei der ein vermeintlich sexistischer Kommentar eines Mannes abgegeben wurde, führte zu unzähligen Artikeln. Ich bin schon dafür, dass wir die Geschichte umschreiben. Denn es muss ja nicht der Inhalt verändert werden, aber wir können auch die Worte, Formulierungen verändern. Es muss ja nicht immer alles so das Internet wieder an. Cool. Die Alarmanlage ist auch ausgegangen. Schön. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Ja. Just because you're paranoid, don't mean sad not after you. Nicht, dass ich die Mucke großartig lange und oft gehört hätte und damit irgendeine Verbindung habe, ja? Nirvana, Kurt Cobain. Da habe ich doch gestern oder vorgestern mal Facebook gelesen, von ihm ein Zitat. Ein sehr radikal, straight. 3:01. Sendung und Diskussionsrunde, bei der das ganze männliche Geschlecht als sexistisches, rein triebgesteuertes Tier dargestellt wurde, welches nur aus Angst vor einer Gefängnisstrafe nicht umherziehen und eine Frau nach der anderen vergewaltigt. Angst vor Gefängnisstrafe. Keiner von euch kann sagen, wie es ohne Gefängnis wäre. Das ist alles notwendig. Ja, auch diese Angst vor Gefängnisstrafen. Sonst würde das wahrscheinlich viel schlimmer sein. Ja, ich bin ganz froh, dass das alles noch so ist, wie es ist. Das ist alles notwendig, so wie es ist. Ja? Und das plappere ich nicht nur nach. Ich lade alle ein,
sich von ihrem kleinen Fokus, ja, ihrer kleinen Spezialisten, ich bin so geschändet und gezeichnet in meinem Leben, das ist genau mein Problem und da brauche ich jetzt unbedingt ganz viele gleichgesinnte Selbsthilfegruppenmodus. Genau, dieser Selbsthilfegruppenmodus, das machen wir ja alle bei YouTube, ja, das ist das Schöne daran. Deshalb sollen wir ja die Fresse zeigen, deshalb sollen wir uns ja vor die Kamera setzen. Selbsthilfegruppe, da sehen sich die Leute auch an. Da finden sich die gleich und gleich gesetzlich gerne, Resonanzgesetz, ja, die dasselbe Problem haben oder ein ähnliches. Und dann suchen die da erstmal Bestätigung dafür, dass sie keinen Unfug reden, ja? Dass das echt ist, dieses Problem für die Leute, für sie selbst. Und wenn die dann sehen, dass es da andere gibt, denen es genauso geht, dann hören sie auf zu jammern, weil dann wissen sie, okay, cool, jetzt sind wir schon mal zu zweit. Dann haben wir erstmal Spaß, freuen wir uns erstmal, dass wir uns in die Augen gucken können. Und dass wir sehen, dass es doch gar nicht so schlimm war, dass wir doch anständig groß geworden sind und doch nicht im Knast sitzen und doch nicht hier, dass wir doch ganz gut geraten sind, oder nicht? Die Leute sehen immer nur die negativen Sachen. Ich bin dafür, dass wir mal die positiven Dinge beleuchten. Lass uns die Welt verschönern, ja? So wie das weibliche Prinzip an sich ist. Und ihr Typen, ja bitte, ihr seid auch weiblich. Es gibt auch weibliche Anteile in euch. Das könnt ihr nicht leugnen. Schüttet nicht das Kind mit dem Bade aus, ja? Wenn ihr die Weiblichkeit komplett negiert, das geht nicht. Das geht nicht. Dann seid ihr alle inkompatibel zueinander. Dann könnt ihr nur noch unter Kerlen irgendwie klarkommen. Aber dann sterben wir aus, definitiv. Die Frauen würden es wahrscheinlich hinbekommen, sich vorzupflanzen, ja? Blattläuse können das. Ja, dann fehlt der Spaß im Leben. Männer, vergesst diese ekelhafte Wahrheit niemals. Doch, bitte. Ist keine und Wahrheit. Und an die ein oder andere Frau, die sich in meinen Channel verirrt. Ja, ich. Dieser Channel ist exklusiv an Männer gerichtet. Ja, wenn du dir dennoch die Videos anschauen, ja, und einen Tag geben möchtest, ja, dann halte dieses bitte strikt am Thema. Ja. Jeder. Ja. Das heißt inklusive der männlichen Kommentatoren. Ja. Der die Award-Ausrede benutzt. Du bist so ein Wir-Selbst-Pendant, du Machiavelli. Aber der Name, der ist dir wichtig. Von daher wende ich mich auch an dich. Aber ich hab... Oh, du bist wirklich ein bisschen gewichtiger als ich. Du besitzt nämlich nur 37 Abonnenten. Aber wie kann das sein, dass du so viele Views hast bei 37 Abonnenten? Hä? 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 Ich hab 7... Ich hab 6 mehr. Bläh. Ich hab 43. Bläh. Ich bin ja auch ein Mädchen. Bläh. Ich will mit euch allen lachen. Ich liebe die Männer. Ich liebe sie. Ich habe so viele Männer geliebt. Ich war ständig unglücklich verliebt. Zwei Drittel meines Lebens, wahrscheinlich das ganze Leben, war ich unglücklich verliebt. Ja, ich habe immer gute Gedanken an irgendwen gesendet. Und wenn es nur Bon Jovi war, ja? Wollen wir uns wieder anfangen, Geschichten zu erzählen? Ja? Ich glaube, wir haben verlernt, wie es ist, das anderen Stimme zu vernehmen, das anderen Stimme zu hören. Nur hören, ohne dass jemand da hinschaut. Also von daher ist es schon mal ganz gut, was der Machiavelli hier macht. Ja? Aber trotzdem möchte ich schon mal ein Gesicht sehen dazu. Irgendwann will ich ein Gesicht sehen dazu. Meine Mutter macht das auch immer. Also, aber das kennen bestimmt etliche. Ich kann auch lieb sein. Ich bin sehr gerne lieb. Das habe ich sehr oft schon gesagt. Ja? Ich liebe die Männer. Ich liebe sie. Ja, da gebe ich Marco auch recht. Ja, wenn der sagt, die Mucke, die Musik. Aber wir Mädels machen auch gute Musik. Ich glaube, wir können das auch ganz gut. Ich träume davon, mit den Tieren zu musizieren. Ja. Idefix kann toll bellen. Und Camilla kann total toll heulen. Und die Katzen können auch schön miauen. Und die Vögel können Nüsse vom Dach vom Baum aufs Dach schmeißen. Und die Hühner, der Hahn kann krähen, die Gänse können schnattern,
Das Pferd kann Vion. Es geht alles, es geht alles, es geht alles, das geht alles. Und das ist dann alles im großen Reigen. Das träume ich schon sehr lange. Ich träume vom Zirkus. Ja, ein Zirkus mit Menschen, mit Tieren und mit Pflanzen. Am besten unter Pflanzen, draußen unter der Natur, in Bäumen, auf der Wiese, mit den Kühen zusammen. Ganz genau. Na, das wünsche ich mir. Ja, Machiavelli. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich bin jetzt lieb. Ich glaube, das liegt am Tabak. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich zur Drachenfraktion gehöre. So mit Rauchen und Feuer und so. Ich bin total selbstverliebt. Das ist gut so. Ich kann auch lieb sein. Ich habe schon mal gesagt, ich kann auch lieb sein. Aber es sind ja schwarz und weiß, ne? Ich bin jetzt nur lieb. Ich kann auch lieb sein. Ich bin einfach mal lieb. Ja. Da kommt ja nicht ganz so viel Geisterknüpper. Er hält eine Verwarnung. Eine Verwarnung. Und danach werden weitere Kommentare. Genau, Marco löscht mich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich hier ständig gelöscht werde. Aber ich bin einfach noch nicht reif für die ganzen Menschen. Gott sei Dank mache ich das alles chronologisch. Ja, da kann mir keiner einen Strick draus drehen. Ich bin absolut ehrlich. I'm totally open source, schon eine ganze Weile. Ich werde nach und nach herausgefunden haben, was das bedeutet. Ohne ein weiteres Wort gelöscht. Sollte ein User dieses Verhalten wiederholen, so werde ich diesen auf meinem Channel blockieren und sein Abo meines Channels beenden. Entflogs. Und an jede Frau, welche immer noch der Meinung sind, Entflogs. Sie wären diese mythische Award. Ist es euch wichtig, dass euer Partner im Job erfolgreicher ist als ihr? Nee. Und ist es euch wichtig, dass euer Partner... Mir ist es wichtig, dass der Partner, wenn es schon ein Partner sein muss, ja, Freude an dem hat, was er tut. Weil wenn derjenige Freude an dem hat, was er tut, sprich seiner Berufung folgt, dann kommt er mit einem Pfeifen nach Hause und freut sich, dass er von dem, was er von der Tätigkeit, die ihn sowieso erfüllt, ja, dann eine andere schöne Zeit mit wem verleben kann. Seinem Hobby frönt oder whatever, der zweiten Berufung. Wir sind ja multiberufungsfähig, ja. Na, ich mache gerne Sport. Es ist gesund. Es ist gesund. Ich wusste eigentlich, dass die Katzenberger erst 30 ist. Ne? Größer und stärker ist als ihr? Sie ist eine Jüngerin. Sollte die Antwort auf diese Fragen ja lauten, bist du, ja genau du, nur ein parasitäres Kind im Körper ein. Das fand ich gut. Da musste ich dann sagen, jetzt muss ich die Kamera reinmachen. Eine erwachsene Frau. Ein parasitäres Kind im Körper einer erwachsenen Frau. Ein parasitäres Kind im Körper einer erwachsenen Frau. Parasit bedeutet, dass der Wirt danach zugrunde geht. Wäre es eine Schmarotzerin, ja, dann könnten die wahrscheinlich zusammen alt werden. Ich empfinde mich nicht als Parasit. Und da es ja jetzt parasitär sind, ja deine Worte, heißt ja, dass das Kind irgendwann die Frau ermordet hat, so in dem Sinne. Oder sich über die Frau hinweggesetzt hat. Ja? Also die Frau dann tot wäre. Parasitär. Am Ende ist der Wirt tot. So der Parasit. Der hat dann auch kein Wirt mehr. Ja, der Parasit. Scheiße, das bringt nichts. Auf alle Fälle wünsche ich mir, wieder eine junge Frau zu sein. Weil all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja,
Ich hätte mir das alles schöner vorstellen können. Vielleicht muss ich das ja nicht. Ich bin auch mit Softporno auf Sat.1 aufgewachsen. Ja? Hab da an mir rumgespielt und hatte dann auf einmal einen Orgasmus. Seitdem wär's schwisiert. Naja? Können wir ehrlich zueinander sein oder nicht? Und ich möchte betonen, ja, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu, bis auf einen, bis auf den letzten, ich habe erst zwei Ex-Freunde. Auf jeden Fall habe ich zu all den Männern, zu all den, ja, ein gutes Verhältnis. Bis auf den letzten jetzt. Da haben wir uns ja nicht aussprechen können. Das sind alles Freunde gewesen. Ja? Das war jetzt normal. Ich kann das aber nicht nachvollziehen, dass die, dass da irgendwelche Beziehungen auseinandergehen und dass die Menschen sich dann jahrelang nicht sprechen und Hass auf den anderen schieben. Deshalb bin ich ja so erpicht darauf, dass das mit meinem Papi bald wieder in Ordnung ist. Und mit meiner Mami. Dass die Familie sich dann vielleicht neu formiert oder auf jeden Fall also gut wird. Gut und noch besser. Das Video ist 8 Minuten 3, ja? Das ist gut. Ist gut. Ich habe viel zu sagen. Viel Inhalt. Dein Video, ich bin ja hier der Spiegelin. Ich bin dein Video, Spiegel. Dein Video hat sehr viel Inhalt. Das ist sehr wichtig. Was siehst du dann in der Länge im Verhältnis zu meinem? Deinem. Das ist schon. Hm? Wir sind ja nicht dumm. Ich habe übrigens ein Abitur. Ich besitze eine Hochschulreife. Ich besaß sie. Sie ist verbrannt. Die Abi hat ein Abi. Haha. Ja, und ich rate euch zum Abi, denn so ein alternatives Bier. So vor vier. Ja. Vielleicht versuchen wir es mal homöopathisch so. Vielleicht reicht ja schon der Gedanke. Farben sind auch sehr wichtig. Gibt es eigentlich auch ESO und Spiri-Feministen, Nazis, Femi-Nazis? ESO und Nazi hört ja irgendwie, habe ich das Gefühl, mittlerweile auch zusammen. Das in seiner kindischen, dümmlichen Art von einem geeigneten wird. Kindisch und dümmlich? Oh, ey. Ja? Willy zitiert: Kindermund tut Wahrheit kund. Also, kann das sein? Ich bin ja über den Wolfgang hier zu Mikdo gekommen. Hm? Kann es sein, dass ihr irgendwie keine Kinder habt, alle? Dass ihr gar nicht wisst, wie das ist, daran beteiligt zu sein, Leben zu erschaffen? Hm? Leben erschaffen. Ja, gemeinsam. Gemeinsam. Dann ist die Frau alleine. Ja? Dann. Hat sie ihre Bestimmung verfehlt. Träumt. Damit er endlich ankommen kann, wie Frauen so gerne sagen. Übersetzt heißt dies nichts weiter als befreit sein von Nachdenken und Verantwortung. Ja! Voran für das eigene Leben. Ja! Befreit sein von Nachdenken. Hier immer nur denken heißt nicht im Hier und Jetzt sein. Und Flow. Denken bedeutet kein Flow. Ja, Flow ist wichtig. Oder rückwärts Wolf. Ja, das ist wichtig. Du sprichst die Wahrheiten. Du sprichst es aus. Und ich sag dir, dass es wichtig ist. Es ist in deinen Augen, in deinen Ohren vielleicht falsch verstanden war. Hm? Wir treten hier einen Dialog. Und der Bernd, der ist dann das Dritte in dem Trialog.
Weil durch diese ganze Geschichte, die wir hier aufbauen, ja, lernen wir uns gegenseitig kennen. Und verstehen. Übrigens, ich liebe die Männer. Und dass ich immer wieder gerne erzähle, ja? Mädels, wenn ihr die Gelegenheit habt, fahrt mal zum Full Force oder auf irgendein anderes Metal Festival. Weil da sind die Frauen mehr oder weniger eine Unterzahl. Und der Grund, aus dem ich das sage, ist nämlich, wenn ihr da morgens zur Toilette geht, ja, dann geht ihr eine ewig lange Schlange von langhaarigen Lederjackentypen, die alle eine Klorolle in der Hand haben, ja, weil sie nicht wissen, dass du sowas teilen kannst. Stehen die da in übelst langer Reihe und warten alle, dass sie scheißen können, ja, und die Mädels, da steht nichts, da steht niemand, das ist immer frei. Wollte ich nochmal erzählt haben, so Grüße an Marco. Magst du Marco? Magst du, gestern muss ich, als ich dich gesehen habe, habe ich drüber gedacht, du bist hier so mein, du bist der Steffen Scharfen hier im Internet. Ja, Steffen ist auch Szene. Brille, Bart, so krude Ansichten. Aber vielleicht erzähle ich jetzt hier auch seltsame Sachen. Das ist nur meine Meinung, ja? Meine Meinung, das ist meine Meinung. Also bitte fühlt sich keiner von meiner Meinung in irgendeiner Form. Ja? Jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Schon Alfie sagt. Und du kannst ja wohl bitte einer Kinderserie nichts aussetzen. Ich weiß, Gerechtigkeit und Ehre sind ausschließlich männliche Tugenden. Rechts. Rechts. Gerecht. Ehre. Ehre ist ganz wichtig. Ehrlichkeit. Ja. Ja. Da musst du dich dann nicht mehr fremdschämen. Das ist Ehrlichkeit, wenn dich nicht fremdschämen musst. Habe ich da jetzt richtige Sachen erzählt? Also wenn das männliche Tugend sind, dann bin ich da vollkommen einverstanden damit. Vielleicht weiß ich ja selbst noch gar nicht, wie es ist, ein Mädchen oder eine Frau zu sein. Vielleicht weiß ich das ja noch gar nicht. Ja? Ja? So bin ich ein Mädchen. Und ich habe viel Testosteron. Und das aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund habe ich das alles. Habe ich mir das alles gewünscht. Habe ich mir das hier bei meiner Einschulung auf Erden alles zusammengebaut. Weil ich das brauche. Es muss so gewesen sein. Weil wenn es nicht so wäre, dann wäre irgendwas schiefgelaufen. Und das kann nicht sein, weil dann wäre meine Welt total verkehrt. Und das ist sie nicht. Meine Welt ist korrekt. Ein bisschen verdreckt, aber korrekt. Danke. Danke, Herr Machiavelli. Danke, danke, danke für diese konstruktivste Zusammenarbeit. Du bist ein Profi. Ich begebe mich gerne in die Hände von totalen Profis. Denn das zu wissen, macht Angst frei. Aber nehmt ihr mal nur zum Spaß. Und die kann dann wegfliegen und kommt nie wieder. Und auch wirklich nur zum Spaß an, dass du diese Qualitäten ebenfalls besitzen würdest. Du meintest jetzt Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, ja? Dann bitte, ja, wirklich bitte, erkläre mir.
Warum dachtest du bei den Belästigungen in der Silvesternacht in Köln? Die arme Frau. Aber? Ich dachte das nicht. Ich wurde selbst zu Silvester belästigt. Ich musste da nicht nach Köln fahren für. Ich wurde im Nacken geküsst und so angefasst. Okay, damals war für mich noch nicht klar, dass es wirklich wichtig ist, nicht angefasst zu werden. Weil ich möchte das nicht verurteilen. Ja, weil ich kenne ja das männliche Geschlecht auch so gut wie noch gar nicht. Können wir das nicht mal so machen, so alles auf Null und den lockenden Unterschied wieder erkennen? Na? Da reicht's nicht zu sagen, dass du Familie bist, dass du einen festen Freund hast, dass du den auch gerade erst vor 3-4 Tagen gesehen hast. Und das reicht dann nicht. Und ich möchte das auch gar nicht schön reden oder schlecht reden. Es ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe und zur Erkenntnis gehört ja die Dinge betrachten und nicht nur eine Sache, sondern mehrere chronologisch, so vielleicht so wissenschaftlich so ein bisschen, ja. Denn jetzt geht mir hier wie Wolfgang. Wolfgang, ich kann das auch. Ihr könnt es alle. Das ist keine große Kunst. Freie Rede. Flow. Wenn die Gedanken reinkommen. So als würde irgendjemand die Saiten in deinem Hirn spielen. Wie der Blaubär im Bollockschädel. Der Captain Blaubeer, als er die Traumorgel spielte. So kommt mir das gerade vor. Die Traumorgel. Kennt irgendjemand von euch die Romane von Walter Mörs? Wenn nicht, dann lasst sie euch bitte von Dirk Bach vorlesen. Ich bitte euch darum. Das ist ein Geschenk für mich an euch. Walter Mörs. Und zum Thema Ehre und Gerechtigkeit. Walter Mörs, mein Lieblingsroman. Linz übrigens auch. Rumo von Walter Mörs. Rumo und die Wunder im Dunkeln. Gibt's jetzt wieder bei YouTube. Geht 3x9. Geht sehr lange. Ich hatte damals 21 CDs. Ich habe mir das auf CD gebrannt und dann regelmäßig durchgehört. Ich habe sehr, sehr viele, viele Tage und Wochen habe ich Walter Mörs mir vorlesen lassen für den Dirk Bach, weil die das am besten gemacht hat. Richtig, richtig toll. Da geht es nicht darum, was das bedeutet, ein Mann zu sein. Beziehungsweise erstmal ein tapferer Junge, der dann irgendwann zum Mann wird durch das, was er in seinem Leben erfährt und erlernt. Er kommt doch nicht auf die Welt und seid ehrlich und gerecht. Vielleicht schon. Vielleicht seid ihr das ja. Habt ihr nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Prozess schon dazugehört? Dass ihr nicht von vornherein perfekt seid? Korrigiere mich, ich weiß es ja nicht. Ich rede mir jetzt ein, so jetzt nach 33 Jahren, habe ich schon vorher gemacht, dass es doch alles ganz gut war, so wie es verlief und verlaufen ist. Nur auf der anderen Seite, das andere, was dann zurückblickt, jetzt, die sagt sich, es hätte auch alles viel schöner sein können, oder? Oder nicht? Wollen wir nicht immer die Vergangenheit ein bisschen schöner machen? Ja? Indem wir mal anfangen, erstmal alles zu akzeptieren, wie es war. Ist. 4 Minuten 56. Ich bin immer noch im Reden. Du bist mein Sprachrohr. Nicht
Die armen Männer. Wenn du eine beliebige Kriegsdokumentation siehst, warum duldest du es, dass deine Schwestern und deine Freundinnen ihren Männern Kinder unterjubeln? Mit der Ausrede. Oh, da scheint die Pille nicht funktioniert zu haben. Kinder unterjubeln. Da scheint die Pille nicht funktioniert zu haben. Ich war noch nie beim Frauenarzt. Und ich denke auch nicht, dass ich das tun werde. Selten ist es mein persönlicher. Und der ist dann nur für mich da. Ja. Mein hoher Testosteronspiegel bewahrte mich davor, viele unkluge Dinge zu tun. Mir kam jetzt gerade die liebe Frau Hanna Barbara, wie hieß sie denn mit Vornamen? Der Name, der war schon mal flüssiger am Start. Da geht es um die Scham. Die Scham. Scham. Ich bin ja dafür, dass wir alle erstmal, bevor wir uns hier zeigen, oder während wir uns zeigen, irgendwann im Laufe der ganzen Zeit, wirklich ehrlich werden, ehrlich zu uns selbst werden und natürlich auch zu den Menschen da draußen, die das sehen, ehrlich sein, das Vorleben, was wir uns alle wünschen voneinander, was wir sehen möchten. Wenn du weißt, dass es gut ist, ja, dann tust du's. Das ist doch ganz normal. Und um erst mal zu wissen, ob irgendwas gut ist, dann musst du es ausprobiert haben. Und wenn es beim ersten Mal scheiße lief, dann waren ja immer noch 50% Möglichkeit bestanden, dass es gut läuft. Also probier's doch noch ein zweites Mal, damit du vielleicht deine schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, dass du die dann in eine positive Erinnerung, in eine neue Erfahrung umwandeln kannst. Denn eine schlechte Erfahrung hält dich von vielen guten Erfahrungen ab. Ja, wenn du eine Sache einmal schlecht gemacht hast, dann entgehen dir tausende Male Gutes machen. Ist doch logisch, oder? Ja. Der Regenschirm. Viel Inhalt. Warum duldest du dies nicht nur, sondern rechtfertigst dies auch noch damit, dass Männer ja selbst schuld seien, wenn sie nicht selbst verhüten? Ja, als ob auch nur eine von euch scheinheiligen Schwestern es akzeptieren würde, in einer mehrjährigen Beziehung mit einem Mann zu sein, welcher euch ins Gesicht sagt, dass er euch in Sachen Verhütung nicht vertraut. Dann gibt's keinen Sex mehr. Ja? Einfach. Dann gibt's keinen Sex mehr. Ich finde, das ist notwendig. Ich habe die meiste Zeit allein verbracht. Ja, ich bin kein Beziehungsmensch gewesen. Weil ich mich jedes Mal komplett verloren habe in so einer Beziehung. Ja. Das ist schlimm.
Warum findest du es richtig, dass ein Mann, welcher seine Frau zur Abtreibung nötigt, wegen des Mordes am Ungeborenen angeklagt werden kann? Ein Mann nötigt eine Frau zur Abtreibung. Na, weil es verdammt nochmal ihr eigener Körper ist. Es ist ihr Körper. Er gehört ihr selbst, nicht ihm. Er hat gar nicht darüber zu entscheiden. Also, wir haben das Kind zusammen gemacht, ja? Wir haben es auch zusammen die Konsequenzen zu tragen. Um damit klarzukommen. Oder haben sie es vielleicht doch nicht zusammen gemacht? Ich will ja nichts in den Raum stellen, was ich nicht weiß. Ich habe noch kein Kind gemacht mit irgendwem. Ich bin eine Jungfrau. Das Mädchen. Vielleicht war ich immer noch ein Mädchen. In einem gefangen, ja. In einem Körper. Ich habe letztens ein paar schicke Dokus gesehen. Einmal über Abigail und Brittany. Hänsel, die siamesischen Zwillinge. Und dann noch über... nur einen kurzen Ausschnitt über ein Mädchen, das seit 15 Jahren nicht wächst. Die ist 15 und immer noch so groß wie ein Zweijähriger. Eine Zweijährige. Er kennt doch die Blechtrommel, oder? Kennt er die Blechtrommel? Stimmt. Zumindest den Film. Da beschließt er auch irgendwann nicht mehr weiter zu wachsen. Alf, 90 cm. Klein. Die Kleinen sind's. Die Kleinen und die Schwachen, denen muss man zuhören. Warum fragt eigentlich keiner die Kinder? Hm? Wieso ist denn dieser Geschlechterkampf, dieser jahrtausendealte Geschlechterkampf, der sich überall widerspiegelt? Wieso muss denn das sein? Wieso fragt denn keiner die Kinder? Wieso hört denn nicht mal endlich jemand von den Alten auf die Jungen? Jesus hatte doch Jünger. Ja, der hat einfach nur Freunde, Brüder, die waren jünger als er. Und da hörte der hin, was die zu sagen hatten. So wie doch die Eltern den Kinderwunsch haben. Und allein, weil es ein Wunschkind ist, ja, weil es das Privileg eines Wunschkindes hat, das Kind, die Seele, die er herkommt, dann weiß sie natürlich, hat sie noch, okay, ich habe so viel zu geben und so viel zu schenken, genau hier will ich sein, genau dafür bin ich da, um meinen Eltern, um meiner Mama und meinem Papa, um denen zu zeigen, wie schön es früher war, um meiner Mami wieder zu zeigen, wie schön ihre Zeit in ihrer Mädchenzeit war. Den Freundinnen. Und ich möchte meiner Mami den Wunsch erfüllen, dass sie weiß, wie es ist, einen großen Bruder zu haben, der sie beschützt. Meine Mami war nämlich ein Einzelkind. Und ich weiß jetzt endlich, was es bedeutet, wie wichtig, warum und überhaupt sich meine Mami immer einen großen Bruder gewünscht hat. Ja? Weil das nämlich wichtig ist. Das ist total wichtig. Deine Brüder, die beschützen dich. Ja? Und deshalb sage ich nochmal, willst du nicht mein Bruder sein, so stellt mein Bruder dir ein Bein. Ja, genau. Ich möchte nämlich irgendwann Punkt, Punkt, Punkt. Möge irgendwer diesen Satz vollenden. Während eine Frau sogar noch von der Krankenkasse diesen Mord finanziert bekommt. Ich bin so dankbar, dass ich das niemals tun musste. Wirklich. Ich wüsste nicht, wie ich das mit mir verantworten könnte. Ich glaube, ich weine jetzt für alle, die das getan haben und tun mussten. Mädchen meinen zu sehen oder eine Frau.
ist nicht schön. Seht froh, dass es nur schwarz-weiß ist. Dieser Krieg ist so krass. Das ist so krass. Wenn er jammert, dann jammert doch wenigstens ehrlich. Ja, macht es doch wenigstens ehrlich. Kannst du sehen, was deine 5 Minuten 45, was dieser eine Satz bei mir auslöst? Haben wir nur gelernt, Jan und so zu verletzen. Meine Omi hat immer gesagt, streitet euch doch nicht. Seid doch lieb zueinander. Streitet euch doch nicht. Ach, habt euch doch lieb. Seid doch lieb zueinander. Ja, ja, das Herz meiner Omi. Es überspringt zwei Generationen. Meine Omi kommt aus Schlesien. Mein Opi aus Ostpreußen. Die Eltern meiner Mami. Die sind damals hierher gekommen. Mein Opa hatte angeblich irgendwie nur 2 Wochen oder so, musste der mit dem Zug ist der gefahren, war wohl eine ganz entspannte Reise. Und meine Oma mit ihrer Mutter und ihren Schwestern, die hatten echt lange zu tun. Die waren lange unterwegs. Und ihr lieben Typen habt ihr vielleicht mal, weiß nicht, wisst ihr es überhaupt? Hat einer von euch schon mal mit einer Frau gesprochen, die das alles, die ein Kind abtreiben musste? Oder die vergewaltigt wurde? Kennt ihr das überhaupt? Habt ihr das mal mitgefühlt? Seid ihr zum Mitgefühl fähig? Ja? Mitgefühl. Mit Gefühl heißt das nämlich. Nicht mit Gewalt. Geh in den Wald, ja. Geh in den Wald und hack Holz, wenn es sein muss. Nicht mal das darfst du tun. Höchstens du dankst dem Baum vor. Aber nicht mal das solltest du machen müssen. Denn wir wollen doch in den Bäumen, mit den Bäumen leben. Im Großstadtdschungel. Ich möchte, dass das hier alles aufhört. Ich möchte, dass die Gewalt aufhört. Die Gewalt zwischen uns Brüdern und Schwestern. Fein. Lies doch mal Wilhelm Reich zu dem Thema. Das ist so ein krasser Krieg, der hier abläuft, ja? Gott sei Dank vergesse ich das regelmäßig, was da alles dazugehört. Ich bin sehr froh dafür, dass ich das nicht alles immer hier um mich drum herum habe. Ja, ist normal, oder? Das ist eine ganz normale, gesunde Reaktion. Akzeptieren wir doch einfach mal, dass wir hier alle nur eine Rolle spielen. Das klingt jetzt nur eine Rolle, aber hey, eine Rolle. Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Oh, das wäre schön, wenn ich das alles mal wieder könnte. Ich glaube, Rolle rückwärts habe ich noch nie verstanden, habe ich noch nie hinbekommen. War schon immer meine Probleme. Rückwärtsrolle. Ja, ich will ja auch immer nur voran. Aber was ist denn so schlimm dabei? Wenn wir eher so eine leichte geneigte Bahn voranlaufen, dann kann man sowieso irgendwann wieder und ja, und pff.
Babylon. Nee, Quatsch. Captain Blaubeer, die 13 Emblemen des Captain Blaubeer. Atlantis. Ich will mit euch allen musizieren. Musizieren. Denn die Mu, die siegt. Und jede unserer Handbewegung hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil, ja. I like my Besuch in deinem Jahr. Hab ich das gerade gesagt? Wirklich? Das ist ja toll. Ah, hier ist ja das, was ich suche. So. 1, 2, 3, 4. 19.12. Weiter geht's. Warum findest du es richtig, dass ein Mann rechtlich dazu genötigt werden kann, sein erarbeitetes Vermögen mit dir zu teilen? Du ihm. Naja, Geld ist so ein Thema. Energie. Ich kann dazu nichts sagen. Aber Sex vorenthalten kannst, sollte er nicht, genau wie du, Nein heißt Nein sagen können? Nein darf er nicht. Sex vorenthalten? Ja, selbstverständlich. Die Frau sagt wann und wo und mit wem. Denn das wäre ja verbale Gewalt und Unterdrückung. Und? Alles Schwarzgeld, bitte hilf mir. Das böse Patriarchat mich unterdrückt. Bale Gewalt? Nein sagen können? Nein darf er. Sollte er nicht, genau wie du, Nein heißt Nein sagen können? Nein darf er nicht. Denn das wäre ja verbale Gewalt und Unterdrückung. Und? Er darf nicht Nein sagen. Spannend. Alles Schwarzgeld, bitte hilf mir. Das böse Patriarchat mich unterdrückt. Alles Schwarzgeld, bitte hilf mir? Alles Schwarze, ich hab schon verstanden, aber alles Schwarzgeld? Cool. Hilfe, ich werde unterdrückt. Also wenn du das schon, weißt du, wenn du das schon schneller machst, dann mach's besser. Warum findest du es zum Totlachen, bestenfalls erbärmlich, wenn ein Mann sich ein Sextoy kauft, zum Beispiel eine Taschenmuschel, du aber sofort aggressiv wirst, wenn jemand einen Dildo-Witz über Frauen reißt? Warum findest du es korrekt, dass der Staat für Frauen aufkommt, welche bewusst Kinder in die Welt setzen, von denen sie wissen, dass sie sich diese nicht mehr leisten können? Oh. Wo sind die Proteste dagegen, dass ein Mann keinen DNS-Test für sein Kind einfordern kann, ohne die Erlaubnis der Mutter? Ein Kind, welches er im besten Fall 25 Jahre lang subventionieren muss. Seien wir doch mal wirklich. Muss. Kein Wunder, dass es keine Kinder mehr gibt. Das ist ja nur eine Plackerei in euren Augen. Ja? Du hast bestimmt keine Kinder. Auf jeden Fall hast du Kinder, ey. Du wünschst dir welche? Nee. Das ist ja das mit dieser MG-Theorie. Ihr wollt es ja alle nicht. Ihr könnt es ja alle nicht. Aber hey, eure Eltern haben den Schritt gewagt, ja? Und die meisten von euch haben nicht mal ein gutes Verhältnis zu eurer Mutter oder zu euren Eltern, ja? Oder? Oder doch? Wie ist denn das? Wo sind denn die? Mach doch mal ein Video mit deinem Papi zusammen zu dem Thema. Vielleicht erkennst du dich in ihnen dann wieder, ja. Ich will nur was sagen. Ich ehrlich. Ja, ich weiß. Wieder dieses ekelhafte, vor Tugend triefende Wort. Das ist ja wieder nur eine Hetzrede hier. Das ist schlimm. Ich mach's jetzt wie Bernd. Ich lade dich ein, in einen Videodialog, in einen Videotrialog mit Bernd und mir zu steigen. Meinetwegen auch nur mit ihm, denn mit was auch immer. Mach einfach mit. Und dein Gesicht, ja? Dein Gesicht, das sehe ich hier nicht. Warum nicht? Warum nicht, ist die Frage des Lebens. Sven Wiesner.
Und es geht nicht darum zu scheitern, es geht darum, immer besser zu scheitern. Sven Wiesner. Die Wahrheit ist, du scherst dich einen Scheiß mit Männern. Ja. Ich schere mich. Ich bin die Katrin. Einen Scheiß. Ich schere mich. Ein Scheiß. Schere dich weg. Schere dich weg. Schere dich weg. Er ist doch. Verschwinde. Ich schere dich ein Scheiß. Ich kann das nicht ganz genau verstehen, was das jetzt in dem Zusammenhang heißen soll. Die einzigen Männer, die dir vielleicht auch nur einen Deut bedeuten, sind deine Söhne und Enkelsöhne. Mutterliebe. Mutterliebe. Familienbande. Hm? Kann ich nicht mitreden. Du Frau darfst dich gerne weiter belügen. Ich für meinen Teil habe genug. Und ich, so wie meine Mixtau-Brüder, werde nicht locker lassen, mehr und mehr Männer mit der Wahrheit zu konfrontieren. Erkennt endlich, wie ihr kämpft, wie ihr alle kämpft. Das ist nicht nur da unten in Syrien oder irgendwo in Afrika oder im Fernsehen. Ihr kämpft ununterbrochen gegen eure innere Weiblichkeit. Posaune ich und behaupte ich jetzt einfach mal so ganz schön ins Schwarz-Weiße hinaus. Ja? Bitte, im Namen des gesamten Planeten, hört auf damit. Hört auf damit. Lasst das endlich sein. Ich habe heute schon mal geheult. Möchtest du, dass das noch mehr passiert? Ich möchte nicht mehr heulen müssen. Ich möchte singen und vor Lachen. Vor Lachen heulen, Tränen heulen. Ja, das möchte ich. Ich möchte keinen Krieg mehr. Ich möchte auch, dass das Kriegen aus der deutschen Sprache nicht mehr in dem Maße benutzt wird, wie es zurzeit der Fall ist. Bekommen wäre die konstruktivere Variante des Begriffes haben wollen oder haben wollen und es dann aber auch erhalten. Schöne Sprache, oder? Kriegen, bekommen, erhalten. Erhalten heißt ja auch, gucken, dass es nicht kaputt geht. Darauf achten, Sorge tragen, dass es vielleicht einfach mal liebevoll behandelt und dadurch langlebig. Im Krieg gibt es Zerstörung. Ich möchte dich auch bitten, dass du dir den Rüdiger Lenz mal anhörst. Ja? Oder vielleicht. Das sind alles Männer. Und das sind vor allem, also der Rüdiger Lenz, der ist ein erfahrener Kampfsportler. Und er hat viele Jahre mit schwersten Verbrechern zusammengearbeitet. Ja? Die haben zusammengearbeitet. Der ist Therapeut. Und habe ich auch letztens erst hier so mehr oder weniger erfahren, dass Therapie ja bedeutet, gemeinsam etwas verbessern. Gesunden. Gemeinsam gesunden. Ne? So wie der Therapeut immer ihn an der Klatsche hat, sucht er sich einen Patienten, der genauso ihn an der Klatsche hat. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Und da Weiber unter sich auch ineinander klatschen haben und Typen unter sich auch ineinander klatschen haben, dann gesellen die sich irgendwann zusammen.
damit sie sich gegenseitig voll viel an den Kopf klatschen können und dabei voll viel lachen und singen und Spaß haben. Ne? Wäre doch mal schön. Der Mario Barth macht das doch ganz gut. Ich mag den sehr. Ich habe geweint, als ich das Programm das erste Mal gesehen habe. Ja, Männer sind, weiß nicht, sagen die Frauen. Männer sind schuld, genau, sagen die Frauen. Weil im Abspann, ich habe dann im Abspann geheult, da habe ich dann seine Freundin, da habe ich seine Freundin gelesen und von den Eltern und der Mami und der Familie. Und da dachte ich mir so, ja, ja, so ist das, so kann das sein. So ist Erfolg. Mit Zusammenarbeit passiert doch Erfolg. Der hat eine große Zielgruppe, der Mario. Genauso wie der Super Mario. Wenn ihr Frauen daran etwas ändern wollt, hätte ich einen einfachen Vorschlag für euch. Verpisst euch aus meinem Channel und überlegt euch gemeinsam mit anderen Frauen Lösungen, bevor es endet. Nee, mit anderen Männern. Ich verpiss mich nicht aus deinem Channel. Du bist infiltriert. Endgültig zu spät ist. Denn immer mehr Männer wachen auf. Und immer mehr erkennen, dass es vielleicht nur 5 rumpfreie Äpfel auf der gesamten gottverdammten Apfelplantage gibt. 5 wurmfreie Äpfel. Da kannst du mal sehen, wo ihr uns schon hingebracht habt, ja? Dass nicht mal mehr auf der Apfelplantage, wo regelmäßig 30 Mal im Jahr gespritzt wird, ja, dass du das Zeug nicht mehr fressen kannst, weil es so dermaßen belastet ist, dass du da... ich habe viele Äpfel gefunden, ja, und von Bäumen. Ich sammle mein Obst ja selbst. Ja, ich bin ja fleißig. Ich versorge mich selbst. Ich bin unabhängig, was das angeht. Ja? Ich bin eine Sammlerin. Ich mache das. Ich bin eine Autorität. Mir kannst du zuhören, mir kann man ruhig zuhören. Ja? Weil ich das vorlebe, was ich hier mir von den anderen wünsche. Das ist nämlich der Weg. Und heute habe ich gerade bei Facebook wieder gesehen, bei Ganja Yoga, ne, das Gandhi, ja, dass der junge Mädchen zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gezwungen hat. Da sage ich nur, schön, ne? Schön, Patriarchat, Gandhi. Tu das, was du in der Welt sehen willst, ne? Naja, das hat er getan. Schön. Nicht schön. Heslon. Heslon ist das gewesen. Patriarchat. Ja, Patriarchat. Ich wette mit dir, ja, dass du noch nicht einmal ein feministisches Buch gelesen hast. Diesmal Krieg der Frauen. Krieg gegen die Frauen. Oder, noch viel wichtiger, Schwert und Kelch. Kelch und Schwert. Da lernst du ein bisschen was. Nur ich habe das Gefühl, du möchtest das überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, du willst einfach nur jammern. Du suchst dir nur noch mehr Typen, mit denen du zusammen jammern kannst. Du bildest eine Front. Du machst Krieg. Du machst dir eindeutig Krieg. Totalster Krieg ist das. Und du nennst dich aufgewacht? Habe ich das richtig verstanden? Ihr denkt alle, ihr seid aufgewacht. Aber träumt ihr immer noch schön an der Mutti-Brust? Also, mein Freund, Niccolo Machiavelli. Kann es sein, dass du noch mit Geld handelst? In dem Moment erscheint eine 1 auf meiner Glocke. Handelst du noch mit Geld? Möchtest du vielleicht mal darüber nachdenken, wie es ist, wenn Frauen mit Geld handeln und wenn Männer mit Geld handeln? Ich finde, es ist gesünder für Frauen, nicht mit Geld in Berührung zu kommen. Ja? Ich für meinen Teil bin mit euch fertig. Mit euch und eurem Geschlecht, wenn es am wenigsten auf Konzepte wie Gerechtigkeit und Fairness geht. Und wenn du den runterholst, an wen denkst du dann? An einen Typen oder was? Oder ein Kind? Das war's, vielen Dank. Und in diesem Sinne, go fuck yourself. Go fuck yourself?
Go fuck yourself. 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 Ich kann halt nicht. Kann ich gleichzeitig Musik machen und singen? Ist der oft so? Wo ist der? Zu der Szenerie? Go fuck yourself, go fuck yourself, maybe you want to do a remix. Go fuck yourself, go fuck yourself. Wie lange wollen wir das machen? Go fuck yourself, go fuck yourself, go fuck yourself, go fuck yourself, go fuck yourself. Oh, oh, oh go, oh go, oh go, 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 dass ich kein Tantra machen, wenn ich einen Typen brauche. Es geht auch per 12.50 Uhr Fernleitung. I love you. Das war gelogen.